bin doch sicher, dass... Hallo und willkommen zurück zu Drakensang. Natürlich, Pyrit. Wie kommst du denn nur in den... Ja, der Rakorium und der Nottl unterhalten sich gerade irgendwie über Krötenspeichel. Ich will gar nicht genau wissen, worum es da geht. Ich muss nur jetzt aber erst nochmal in unser Questbuch gucken, was wir eigentlich als nächstes machen sollten. Ach ja, genau, die Zutaten für das Felsenvitriol. Dazu sollen wir Alraune finden, Dotte eines Harpien-Eis und Wühlschratzähne. Ich glaube, ich hatte das letzte Mal gesagt, ich wollte noch den Rakorium fragen, wo man das alles finden kann. Über Alraune hat er uns schon irgendwas erzählt gehabt. Allerdings steht es auch hier in der Questbeschreibung, deswegen werde ich jetzt nicht nochmal mit dem reden. Irgendwo in diesem Sumpf sollte sich doch ein Nest dieser Harpien finden lassen. In einer der Grüfte in der Umgebung könnte sich Wühlschratte aufhalten. Okay. Also irgendwo im Sumpf ein Nest. In einer der Grüfte wahrscheinlich so ein Wühlschrat und die Alraune gibt's eigentlich irgendwo überall. Ansonsten müssen wir uns eine Kräuterfrau oder einen Waldläufer wenden, wenn wir es nicht selbst finden sollten. Gut, dann gucken wir mal. Die Karte sagt uns, glaube ich, aber auch, wo was ist. Da vorne ist Alraune, da hinten ist ein Gasthaus. Nein. Also die Alraune finden wir in der Richtung. Dann würde ich sagen, die Richtung schlagen wir dann auch mal ein. Wenn ich hier drum rumkomme. Oje. Also den Nekromanten fand ich jetzt nicht so schwierig und die Skelette auch nicht. Und die Untoten waren auch irgendwie noch zu erledigen, aber vor diesen Riesenkrabben habe ich doch ein bisschen Schiss. Weil die sind so richtig stark. Da reicht auch eine, um einen fertig zu machen. Und da sind natürlich gleich zwei. Super. Mal gucken, ob wir die einzeln irgendwie anlocken können. Hat jemand eine Fernwaffe? Nein, natürlich nicht. Okay, die eine kommt auf uns zu. Dann lassen wir sie mal kommen. Dann diesmal den Amatrutz-Zauber nicht vergessen. Deception. Und dann schnappen wir uns sie. Folgt mir. Zeritus. Astus. Amazone voraus. Oh weh, ja, die Rolana hat gleich schon mal zwei Verwundungen abbekommen. Für die Königin. Für Rondra. Hey. Eine Krabbe weniger nämlich. Und Riesenkrabbenscheren für uns. Ob wir die irgendwo auf einem Feuerchen köcheln können? Ja gut. Das Häuten ist fehlgeschlagen. Was haben wir da eigentlich alles für Zeug? Naja, ich wollte die Verwundung von den beiden heilen. Lass das mal Vorgrim machen. Bei der Rolana hat's geklappt, beim Vorgrim nicht. Dann probiere ich das mal. Der hat wahrscheinlich auch ziemlich wenig Punkte auf Wunden heilen. Also das, was ich hier mit dem Wirselkraut mache, dass ich das in der Quickleiste habe und dann halt auf den verletzten Charakter ziehe, das kann man natürlich auch mit diesen Verbänden machen. Ich mache es halt mit dem Wirselkraut. Davon habe ich momentan auch mehr, also das ist aber ansonsten egal. So, dann lauerte hier noch irgendwo die zweite Krabbe.
Und ich sehe am Rand der Karte ganz viele Feuerfliegen. Aber eins nach dem anderen. Erst die Krabbe. Das bin ich. Phorax. Dann blitzen wir sie mal und Deception. Köcheln sie ein bisschen im Flammenstrahl. Ich nehme die Sache in die Hand. Meine Rache. Jetzt wird's Amazone voraus. Zum Angriff. Oh oh. Ja. Not. Ja, ich habe nicht mitgekriegt, dass der Vorkommen schon so verwundet ist. Das ging irgendwie schon wieder so schnell. Nein! Gewonnen! Ja, ihr zwei habt gewonnen. Vorkommen und mein Charakter liegen am Boden. Das ist das tückige. Tückische. Bei Riesenkrabben, dass die einem so viel Verwundung zufügen und dann fällt man schneller um, als man tot sagen kann. Oder so. Alles klar. Candidus. Deception. Noch 3 und 2. So, Vorkommen ist geheilt. Mein Charakter braucht noch ein bisschen. Gut. Dann hatte ich die jetzt schon rausgenommen, die Riesenkrabbe. Nein. Das nehmen wir mit. So, da vorne sind diese Feuerfliegen. Was haben wir da? Da haben wir eine Gruft, glaube ich. Da können wir wahrscheinlich sogar einen Schlüssel benutzen, den wir haben. Das wollte ich jetzt aber noch nicht machen. Oder? Erinnert ihr euch an dieses seltsame Licht? Hier ist es wieder. Ja, Rolana redet irgendwas von einem seltsamen Licht, das hier wohl wieder ist. Also ich glaube, dieses Grünliche meint sie damit. Ich wollte hier aber nur ein bisschen was von den Kräutern mitnehmen. Wir können ja mal gucken, ob wir hier das Schloss aufkriegen. Ich weiß nicht mehr, zu welchem Quest jetzt die Sache hier mit dieser Gruft gehört. Aber schauen wir doch einfach mal, was uns erwartet, wenn es denn weitergeht. Ha. Dann entweder finden wir hier den Wühlschrat oder die Bohrengeweihte. Also habt ihr mich hier eingeschlossen. Und was geschieht nun? Wollt ihr mich auf Geheiß eures Auftraggebers töten? Oder handelt ihr nach eigenem Gutdünken? Also das ist natürlich kein Wildschrat, das ist die Bohrengeweihte Molinde. Dass wir die hier schon finden, hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Und wir haben sie natürlich nicht eingeschlossen. Weder noch, ich habe nach erbittertem Kampf mit einem Nekromanten und seinem untoten Gefolge diesen Schlüssel erbeutet. Ein Nekromant steckt hinter all dem Unheil und ich hatte schon befürchtet, aber lassen wir das. Wenigstens kann ich jetzt den Grund für meine Gefangenschaft und die Untotenschwämme wird nun veräppen. Verzeiht mir meine Neugier, aber was genau hattet ihr denn befürchtet? Gewisse Bürden können nur von einem selbst getragen werden. Danken wir Boron, dass die Dinge nicht schlimmer gekommen sind. Nun muss ich schleunigst zurück zum Dorf und nach dem Rechten schauen. Hoffentlich sind die Verluste nicht allzu groß. Da braucht ihr
Keine Sorgen haben, Büttel Schäffler ist mit Herz der Hand gegen die Untotenplage vorgegangen. Er hat alle, die befallen erschienen, hingerichtet. Die befallen erschienen? Was meint ihr damit? Nun ja, er hätte beinahe einen verirrten Reisenden hingerichtet, den er fälschlicherweise für untot hielt. Ich konnte ihn im letzten Moment davon abbringen. Allerdings ist er mir seitdem alles andere als wohlgesonnen. Dieser Narr. Wer weiß, wozu er noch imstande ist. Ich muss unbedingt zurück, um Schlimmeres zu verhindern. Ich kann euch begleiten, wenn ihr wünscht. Ihr habt schon genug für mich getan. Den Gefahren dieses Moores kann ich alleine besser aus dem Weg gehen. Auf bald. Möge Boron eure edle Seele schützen. Dann will ich euch nicht länger aufhalten. Besucht mich später, damit ich euch für euren Edelmut belohnen kann. Ihr findet mich am Boron-Schrein in der alten Turmruine. Ja, so schnell haben wir die Molinde gefunden. Und die können wir nachher auch mal besuchen. Aber solange wir noch hier im Moor rumlaufen, werde ich mich dann auch hier um die Quest erstmal kümmern. Und vielleicht versteckt sich hier doch noch irgendwo ein Wühlschrat. Und ich brauche ein bisschen Licht. Hatte der Vorgrim? Lass das mal Vorgrim machen! Nicht eine Fackel dabei? So ist schon besser. Da stehen Steinsärge rum. Wie ein Altarschale. Ich habe so eine dunkle Erinnerung, dass wir damit mal was machen mussten. Aber ich werde erstmal gucken, was in dem Steinsarg drin ist. Allerdings würde ich sagen, dass damit geht es im nächsten Video weiter, weil dieses Video ist schon fast zu Ende. Und auch wenn ich gehört habe, dass man wohl jetzt bei YouTube ein bisschen längere Videos auch machen kann, zumindest hieß es so, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber werde ich nicht machen, weil es einfach dann zu lange dauert, um das Video hochzuladen. Deswegen werden meine Videos weiterhin so bis zwischen 10 und 15 Minuten lang sein. Und dann geht's im nächsten Video weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.